Mehr Flexibilität und mehr Dynamik, die Stärkung unbefristeter Arbeitsverhältnisse gegenüber prekären, aber auch mehr Bürokratie. Die Spitze der Arbeitsverwaltung des Landes hat am Tag des Inkrafttretens der viel diskutierten Arbeitsrechtsreform deren Inhalte und die Auswirkungen für Südtirol erläutert. Um eine Prognose abzugeben, ist es aber noch zu früh. Man muss die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Reform abwarten. Diese Arbeitsmarktreform bringt ganz sicher eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Flexibilisierung in der Hinsicht, dass die Entlassungen insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen erleichtert werden. Hier ist keine Wiedereinstellung mehr vorgesehen, sondern nur noch ein Schadenersatz. Auf der anderen Seite eine Erhöhung der Sicherheit des Arbeitsplatzes, insbesondere bei den jungen Arbeitnehmern. So wird zum Beispiel der unbefristete Arbeitsvertrag zum Arbeitsvertrag erklärt, der im Grunde genommen der normale ist und der als solcher primär abgeschlossen werden soll. Kurzfristig dürfte die Reform keine bedeutenden Auswirkungen auf den Südtiroler Arbeitsmarkt haben, da dieser zu 95% aus Betrieben mit weniger als 15 Beschäftigten besteht, für welche das bisherige Recht des Arbeitnehmers auf Wiedereinstellung bei ungerechter Kündigung nie gegolten hat. Hinzu kommt, dass in Südtirol weder die Arbeitslosigkeit noch der Missbrauch prekärer Arbeitsverhältnisse eine signifikante Rolle spielen. Ja, ein wesentlicher Punkt der Reform ist die Aufweichung des Entlassungsschutzes, vor allem wenn es ökonomische Gründe gibt. Das heißt, der Betrieb kann einen Arbeitsplatz nicht mehr garantieren, weil einfach die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert hat. In dem Fall war auch früher die Sanktion wieder die Einstellung des Mitarbeiters. In diesem Fall, bei Entlassung, ist die Sanktion nur eine Entschädigung. Das könnte mit sich bringen, dass Betriebe bei guter Konjunktur etwas mehr Leute aufnehmen, wissend, dass bei einer dann schlechteren Lage sich bestimmt sich vom Arbeitnehmer auch trennen können. Natürlich macht das niemand gerne. Sie investieren kaum auf Arbeitnehmer, um sie dann zu entlassen. Aber es ist dann eine wirtschaftliche Rechnung. Sie wissen, Sie können eine Person entlassen, wenn diese Stelle nicht mehr haltbar ist, aber Sie müssen eine teure Entschädigung zahlen. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Neuerung, das wird sicher auch auf Südtirol Einfluss haben. Es ist nicht auszuschließen, dass auch in Südtirol der Arbeitsmarkt aufgrund der wirtschaftlichen Lage unsicherer werden und die Betriebe weniger Einstellungen vornehmen könnten. In einer solchen Lage könnte eine höhere Flexibilität sowohl bei der Einstellung wie bei der Kündigung die Dynamik des Arbeitsmarkts erleichtern.